Also, der richtige Packjob beginnt schon beim Aufnehmen vom Fallschirm, nachdem ich gelandet bin. Im Regelfall lande ich gegen den Wind. Das bedeutet, der Fallschirm ist hinter mir zum Liegen gekommen. Ich habe meine Steuerschlaufen noch in der Hand, die habe ich auch nicht losgelassen und die werde ich jetzt gleich wieder an den Reisern fixieren. Ich drehe mich einmal. So, fixiere die Steuerschlaufen. Das kann ich ganz einfach machen, in dem Fall mit den Vorsteckern. Das mache ich, damit die Steuerschlaufen sich nicht weiter verdrehen können. Nachdem ich gelandet bin, nehme ich die Kappe auf, nehme die Reiser und die Fangleinen zusammen, gehe auf die Kappe zu, schleife sie nicht über den Boden, nehme S-Schläge in der Hand auf, bis ich am Ansatz der Leinen angekommen bin. Da ist auch der Slider dazu. Jetzt fasse ich alles noch an, was schleifen könnte. Das bedeutet, da wo die Breidel am Hauptschirm befestigt ist, greife ich nach oben in die Hand. Nächster Schlag mit dem Pott, das heißt den Pott separat nehmen, weil das ist meistens derjenige, der immer dann am Boden schleift. Nächster Schlag, bis ich den Pilotschut auch oben in der Hand habe, alles fixiert, hängt nichts mehr runter, damit kann ich zur Halle laufen. Ich komme in der Halle an und mache genau in umgekehrter Reihenfolge, lasse ich die Kappe fallen, alles liegt dort, gehe rückwärts, damit ich keinen Überschlag bekomme, öffne den Brustgurt, sehe, die Steuerschlaufen sind noch fixiert, so wie es sein soll, lasse jetzt hinter mir den Fallschirm, das Gurtzeug zum Boden, steige aus den Beinschlaufen aus und damit alles korrekt bleibt, habe ich jetzt das Gurtzeug so abgelegt, als so, dass der Springer, der vielleicht noch drin wäre, auf der Nase liegt. So, jetzt muss ich das Gurtzeug fixieren, damit ich es beim Packen, dass es mir nicht verrutscht. Das kann man gut machen mit so einem Kanister, der mit Sand gefüllt ist oder Beton. Oder man legt eine Tasche drauf. Oder wenn man auf der Wiese packt, kann man auch einen Hering nehmen, einen Zelthering zum Befestigen. Als allererstes gehe ich nun über zur Vorbremsung. Die Vorbremsung bedeutet, ich ziehe jetzt die Steuerleine durch den Ring so weit durch, dass das Vorbremsauge durch den Ring gekommen ist. Jetzt stecke ich vor. Jetzt ist es fixiert durch den Ring. Oben geht das in das Housing und unten stecke ich wieder vor. Manche Gurtzeuge haben dort einen Klettverschluss oder einen anderen Mechanismus. In unserem Fall haben wir hier so einen Pin, der quasi vorgesteckt wird. Man sieht schon, die Überlänge zeigt jetzt nach innen und die Steuerleine kommt vom Schirm, so wie auch der normale Verlauf aussieht, wenn man an der Kappe hängt von außen. Also Steuerleine von außen, Überlänge nach innen. Jetzt hat der Hersteller quasi in diesem Fall hier so eine kleine Schlaufe angenäht, so eine kleine Lasche angenäht. Da kann ich jetzt die Überlänge von der Vorbremsung verstauen. Okay, das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Auch da ist wieder der natürliche Verlauf so, dass die Vorbremsung, die Überlänge der Vorbremsung
nach innen geht und die Steuerleine von außen kommt. So, ich habe das Vorbremsauge durch den Ring gezogen, stecke vor, verstaue dann die Steuerschlaufe im Housing, befestige unten mit dem Pin und die Überlänge wird wieder hier in dieser Schlaufe verstaut. Okay. Gut. Nun müssen wir sicherstellen, wir fangen hier beim Dreiring an, dass es keine Verdrehungen gibt, dass ich das Gurtzeug richtig abgelegt habe und ich prüfe die Tragegurte auf freien Verlauf quasi vom Dreiring aus. Das heißt, hier ist es gerade, hier ist es gerade. Nun kommt der Dreifingergriff. Das bedeutet, ich fange jetzt am linken Reiser an und nehme die Steuerleine und zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann kommen das hintere Leinenbündel, das mache ich zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Und jetzt kommt das vordere Leinenbündel, ne, das kommt in die nächste Fingergruppe, so dass ich alle separat halte. Das gleiche mache ich auf der Seite. Steuerleine nach oben, hinteren Reiser in die nächste Fingergruppe und der vordere Reiser in die hintere Fingergruppe. So, mit diesem Dreifingergriff kontrolliere ich den freien Verlauf der Fangleinen nach vorne. Bis ich am Fallschirm angekommen bin und sehe, es gibt keine Verdrehung. Also alles richtig. Okay, nun kann ich alle Fangleinen wieder zu einem Bündel zusammennehmen, weil die Kontrolle ist abgeschlossen und hänge mir jetzt dieses Fangleinenbündel über die rechte Schulter. Jetzt müssen wir verstehen, das Gurtzeug liegt auf der Nase und jetzt muss der Fallschirm seine Zellöffnungen mir zugewandt haben. Das heißt, hier muss ich die Zellöffnungen finden, ansonsten stimmt irgendwas nicht. Im Regelfall haben wir beim Fallschirm 9 Zellen mit jeweils 2 Kammern. Das heißt, ich fange jetzt bei der vorderen rechten Zelle an. Das heißt, das ist die Zelle 1 mit 2 Kammern. 1. Das kann ich mir hier auf den Oberschenkel legen. Jetzt kommt die zweite Zelle mit 2 Kammern. 2. Nummer 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9. Alle 9 Zellen vorhanden. Kann ich dann ausschütteln. Und jetzt klemme ich mir diese 9 Zellen zwischen die Beine. Dann kann da nichts mehr verrutschen. So, jetzt haben wir hier den Slider. Der Slider ist noch vom Sprung noch kollabiert. Das heißt, wir entspannen ihn, damit er wieder beim nächsten Sprung seine Arbeit machen kann. So, das heißt, ich ziehe ihn wieder groß. Er ist dann am Fallschirm vom Springer kollabiert worden, damit er die Fallschirmfahrt nicht bremst. Aber für die nächste Öffnung brauchen wir natürlich wieder die Sliderwirkung. So, damit ich jetzt hier besser reingucken kann, nehme ich den Slider erstmal weg und lege ihn mir auf die Schulter. Und jetzt schaue ich in das, was ich sortieren muss. Im ersten Schreck sieht das sehr unübersichtlich aus. Damit man es genauer versteht, werden wir in einem separaten Video nochmal ganz konkret aufspannen und zeigen, was man hier eigentlich alles beachten muss. Aber diesen Luxus hat man beim falschen Packen selber nicht. Das heißt, da muss man mit dem klarkommen, was man hier sieht. Wir machen beim Packen Ziehharmonika so und eine Ziehharmonika so. Ne, jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen, das heißt, macht erstmal eine Ziehharmonika so. So, stopp, genau. Jetzt sieht man hier die 9 Zellen. Mhm. Beim Packen hole ich mir die alle raus und packe mir die 9 Zellen zwischen die Beine. Was sind das für Leinen, die hier an der Zelle befestigt sind? A-Leinen. Was kommt als nächstes? D-Leinen. Genau. Haltet hinten mal den Steuerschwanz fest, weil wir wollen das ein bisschen aufziehen. Ich habe jetzt hier, wie viele B-Leinen sind das? Wie viele Zellen haben wir?
9. Also müssen 10 Leinen sein. Ja, genauso 10 A-Leinen, 10 B-Leinen. So, jetzt suchen wir mal, bringt man die C-Leinen zusammen. Das Profil von der Kappe, das heißt A-Leinen, B-Leinen, C-Leinen, D-Leinen und Steuerleinen hinten. Ja, und jetzt beim Packen müssen wir auch noch alles quasi so zusammenbringen. Und unser Ziel beim Packen mit der Mumie über der Schulter ist, dass wir nachher zum Schluss alle Leinen zentral in der Mitte haben und der gesamte Stoff möglichst nach außen zeigt, damit es keine Verbrennungen gibt in der Öffnung. Zum Beispiel jetzt der Stoff zwischen zwei Leinen so wäre, ne, dann würde der in der Öffnung so rausgerissen und der hätte dann Verbrennungen. Deswegen wollen wir den schützen. Die Leinen sollen alle zentral gebündelt in der Mitte bleiben und der Stoff nach außen. Jetzt guckt mal bitte hier rein. Wir haben jetzt zwischen A- und B-Leinen, da fangen wir beim Packen auch mit an. Das heißt, wir gucken hier rein und das heißt, wir haben ja 10 Leinen und 9 Zellen. Und das bedeutet, wir holen jetzt 5 Leinen auf die linke Seite und, ne, so, und 5 Leinen auf die rechte Seite. Und wenn wir das jetzt zusammenbringen, dann seht ihr schon, dass dieser Schlag zur Seite zeigt. Der Stoffschlag. Na, hier genauso, der Stoff, bringen wir mal rein. So, seht ihr das? Das heißt, 5 Leinen sind da, 5 Leinen sind da und der Stoff dazwischen zeigt nach außen. Mhm. Seht ihr es? Mhm. Beim nächsten genauso. Hier, das ist der Stabilisator, damit da gehe ich rein. 5 Leinen gehen nach da, 5 Leinen nach da und der Stoff dazwischen zeigt wieder nach außen. Mhm. Zwischen C und D genauso. C und D ist genauso. Steuerschwanz bleibt erstmal unberücksichtigt dabei. Ja, das heißt, wir gucken jetzt nur mal auf A, B, C und D. Und hier, die haben wir jetzt so geteilt, dass die Hälfte der Leinen nach links und die andere Hälfte nach rechts zeigt. Und der Stoff ist rausgeführt. Das ist genau das, was wir machen, wenn wir das Ding über der Schulter hängen haben. Nur man sieht es nur nicht so gut. Ja. Ja, und um die richtigen Stellen zu finden, fangen wir so an, dass wir sagen, wir haben jetzt diese 9 Zellen zwischen den Beinen eingeklemmt und dann gehe ich hier auf der Seite an den Stabilisator und lege diese Stoffbahnen in diesen Stabi rein. Zack, 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 zack. Und jetzt ist alles hier sortiert. Und das bringe ich nach innen. Weil nachher hat man nur noch so viel Platz und kann nur noch hier reingucken. Aber das Verständnis muss man entwickeln, was man da tut. Mhm. Ja, also wir teilen diese Kappe symmetrisch auf und bringen sie dann alles an Leinen zentral zusammen. Und der zum Schluss, der Slider, den lege ich dann über Kreuz da rein. Nach da glatt gezogen und nach da glatt gezogen. Und wenn ich das dann noch so mache, dann habe ich das, was ich nachher über der Schulter sortiert habe. So, wir fangen auf der linken Seite an. Ich habe jetzt hier noch, hier sieht man die Leinen, das sind die A-Leinen, alle von der Fallschirmnase. Die 9 Zellöffnungen sind noch zwischen meinen Beinen. Das heißt, auf der linken Seite gehe ich jetzt in den ersten Stabilisator. So, das ist der zweite, das ist der dritte. Also haben wir hier links 3 Stabilisatoren. Und im ersten Stabilisator muss ich jetzt insgesamt 5 Leinen finden mit den entsprechenden Stoffbahnen. So, gucken, ob das ist. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind diese 5 Leinen und die entsprechenden Bahnen dazu. Jetzt gucken wir in den zweiten Stabilisator. Auch da 1, 2, 3, 4, 5 und den entsprechenden Stoff dazu. Das heißt, ich schlage jetzt den Stoff zwischen A- und B-Leine. Den Stoff habe ich gerade rausgeführt nach außen und jetzt bin ich zwischen B- und C-Leinen und führe den Stoff nach außen. Wir wollen in Summe damit erreichen, dass wir zum Schluss die gesamte Leinenführung zentral in der Mitte haben und der Stoff nach außen zeigt. So, da waren wir im zweiten Stabi. Hier sind wir im dritten Stabilisator
Und da muss es wieder genauso sein. Ich halte es ein bisschen auf, damit man es besser sehen kann. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leinen und die entsprechenden Stoffbahnen nach außen gefaltet. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und im nächsten Stabilisator, das ist, glaube ich, beim Packen das am Anfang das Schwierigste, das zu erkennen. So, jetzt haben wir auch die rechte Seite sortiert. Das heißt, wir haben die ersten 5 Leinen mit dem Stoff nach außen. Hier sind die zweiten 5, die gehört dazu. Zweiten 5 Leinen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier unten zwischen B und C die dritten Leinen und der Stoff ist nach außen. Was man jetzt hier noch runterhängen sieht, ist der Steuerschwanz. Okay, nachdem ich jetzt links und rechts die Stoffbahnen sortiert habe, hole ich mir den Slider wieder ran. Da ist er. Und der muss schön zentral, mittig, über Kreuz in dem Packjob liegen. Das heißt, ich habe 4 Fangleinenbündel und auch 4 Grommets, die im Slider befestigt sind. Und jetzt sieht man schon, wenn ich den symmetrisch ziehen will, dann ziehe ich 1 Zipfel hier nach außen, nach vorne, einer nach hinten, einen zur Seite und der nach rechts außen. So, das heißt, der Slider liegt jetzt so und so und da, deswegen sagt man über Kreuz. Nämlich, wenn jetzt der Wind in die Öffnung geht, wird der Slider schön aufgespannt. Okay, als letzten Punkt hole ich mir nun die Mittelzelle nach oben. Die Mittelzelle erkennt man immer an diesem Label. Da steht alles drauf, wie groß ist der Schirm, welche Seriennummer hat er und so weiter, welcher Hersteller. So, und nun wird alles eingepackt in diese Mittelzelle. Schauen wir nochmal auf die Rückseite. Hier haben wir noch die 9 Zellen, die wir vorhin zwischen den Beinen eingeklemmt hatten und auf den Seiten jeweils der sortierte Stoff. Jetzt ziehe ich die Mittelzelle einmal ganz herum, um die sogenannte Mumie. Die Mittelzelle trifft sich dann hinten und umschließt den gesamten Packjob. Und jetzt drehe ich die Mittelzelle zusammen, damit alles schön eingepackt ist. Schön tief unten drehen, nicht hochziehen. So, damit es jetzt hier noch ein bisschen schöner wird, kann ich diese Hand einmal so umdrehen und sortiere hier mit, so dass alles schön dicht zusammengerollt ist. Das macht weichere Öffnungen, weil die Luft im Öffnungsvorgang nicht direkt in die Kappe strömen kann. So, und so kann ich den gesamten Packjob jetzt auf den Boden ablegen und mache das so behutsam wie es geht, wenn ich ein Baby zum Schlaf betten möchte. Würde ich das mit einem Schwung machen und haue das Ding auf den Boden, dann verrutscht alles so und alles, was ich vorher gemacht habe, war umsonst. Das ist jetzt der richtige Augenblick, um zu sehen, wenn ich eine Killleine im Pilot Shoot habe, diese wieder auszuziehen. Wenn man das nicht genau weiß, kann man einen Test machen. Wenn ich so mache, hat der Pilot Shoot keine Luft gefangen. Also ist die Killleine noch aktiv. Die muss ich jetzt wieder ausziehen. Und das mache ich, indem ich hier hinten an den Griff anfasse, einen Fuß auf den Pott stelle, um den zu blockieren. Und jetzt über diese Umlenkung, sonst bin ich nicht groß genug, diese Killleine ausziehe. Okay. Wenn ich jetzt den Test mache, jetzt fängt da wieder Luft.
Man sieht das auch im Pott, dass jetzt hier diese Breidel, diese Hilfsschirmverbindungsleine so gerafft ist, gerefft. Durch diese Reffung kann man erkennen, dass die Killleine ausgezogen ist. Okay, nun geht's zurück. Jetzt müssen wir diese Mumie irgendwie in diesen schwarzen Pott bringen. So, also bringen wir das jetzt auf Maß. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ich präferiere, indem wir als allererstes hier erstmal die Kappe ein bisschen verkürzen, indem ich hier schon den ersten Essschlag mache. Das heißt, ich halte hier die Fangleinen schön zusammen, nehme mal diese Länge ungefähr und mache den ersten Essschlag. So, das kann ich mit den Knien fixieren. Okay, jetzt habe ich noch das zu bewältigen. Da muss erstmal die Luft raus. So, dabei gucke ich, dass diese Naht immer mittig bleibt, weil das ist genau das Zentrum des Fallschirms. Die bleibt mittig und mit dem Unterarm helfe ich jetzt noch mit, die Luft rauszubekommen und arbeite jetzt schon die Seiten auf die Breite, die ich später brauche, um das Ganze im Pott verschwinden zu lassen. So, die Naht ist noch in der Mitte, wechsle ich die Seite, jetzt mache ich auf der rechten Seite die Breite, so wie ich sie brauche. Jetzt wird das Ganze schon ein bisschen schmaler. Und um jetzt den letzten Essschlag hier drauf zu bringen, damit es ein Paket wird, halte ich mit der rechten Hand jetzt hier unten, das sieht man, halte ich mit der Hand alles zusammen und mache jetzt diesen Essschlag erstmal auf meine Knie. So, ich halte hier fest, hier drauf. So, jetzt habe ich ungefähr das Paket, was ich brauche. Ein Knie drauf, die Seite mit dem Fuß in Schach halten und auf der rechten Seite habe ich immer noch meine Hand, die das gesamte Paket umschließt. Jetzt kommt der Trick, das heißt, ich lege mir den Pott so, wie ich ihn brauche, bereit. Diese verlängerte Lasche liegt am Boden. So. Und jetzt fange ich mit rechts an und packe meine komplette Hand mit dem Fallschirm in den Pott. Nicht loslassen. Das heißt, ich mache jetzt den Pott um meine Hand drumherum. Und erst wenn die Seite richtig drin ist, kann ich die Hand rausnehmen und die Seite mit dem Knie sichern. Das gleiche mache ich jetzt auf der rechten Seite. Ich greife das gesamte Paket und packe meine Hand mit ein. Eine schöne Kontrolle, die Naht ist immer noch in der Mitte. Hier ist das Label von der Mittelzelle, also alles liegt symmetrisch drin. Und jetzt muss ich das erste Gummi schließen. Ich habe jetzt in dem Fall am Pott zwei Gummis. Ist egal, ob ich mit rechts oder mit links anfange. Ich nehme jetzt die Lasche hier hinten mit dem Grommet und arbeite sie zum Gummi hin, weil ich möchte dieses Grommet zu diesem Gummi bringen. Das kann ich schlecht über das Gummi selber ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt vorher das Gummi schon durchgesteckt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich abgerissen. Also mache ich es so, dass ich das Grommet hingearbeitet habe. Ich kann jetzt das Gummi durchstecken. So, und kann das erste Fangleinenbündel einschlaufen. So, 2 bis 3 Finger. Das reicht völlig aus. Die Grommets nehme ich auch immer einfach im Gummi, weil da schon genug Vorspannung drauf ist, dass es nicht automatisch rausfallen kann. Hier muss man ein bisschen mit gesundem Menschenverstand arbeiten. Mache ich die Gummis zu fest, würden sie im Öffnungsvorgang nicht geöffnet. Mache ich sie zu lose, fallen die Bündel schon raus zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht passieren soll. Also beides sehr schlecht. Also einfach mal
Kopf einschalten und schauen, ne, ist das so machbar oder nicht. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt nur einmal drum mache, dann sieht es recht lose aus. Hier wird das Gummi bei einfachem Schlag durch das Grommet fixiert. Hier mache ich zweimal. Wenn ich nicht sicher bin, dann wird es nämlich hier diese zwei Finger breit. Hier habe ich drei Finger breit genommen. Na, aber da einfach mal selber entscheiden auch. So, das ist ohne Probleme wieder im Öffnungsvorgang geöffnet werden kann. Eins, zwei. Okay. Andere Seite. Eins, zwei. Jetzt haben wir schon die ganzen Sachen hier. Jetzt habe ich ungefähr noch einen Meter bis zu den Reisern. Na, ganz so eng werde ich es nicht schlaufen, nicht bis ganz ran. Den Schlag mache ich noch. Eins, zwei. So, und hier haben wir ein mittiges Gummi. Das macht Sinn. Das heißt, im Öffnungsvorgang wird dieses Gummi als allererstes geöffnet. Und das ist schön mittig, damit der Port im Öffnen nicht kippt. Das heißt, die erste Energie geht zentral auf den Pott. Gut, das lasse ich als Überlänge frei, damit der Pott eine Anfangsgeschwindigkeit bekommt im Öffnungsvorgang und dann schön sauber Stück für Stück ausschlaufen kann. Gut, nun wird der Pott in den Container gehoben. Dabei muss ich darauf achten, dass ich den nicht verdrehe. Ansonsten baue ich mir schon gleich vielleicht einen Fangleinentwist ein, eine Fangleinenverdrehung. Das heißt, der Pott wird genau so 1:1 nach hinten reingehoben. Ich nehme mir mal die Reiser, halte die so auseinander, nehme mir den Pott und trage ihn direkt so nach hinten. Zack. Ich kann das Gewicht weg. Okay. Öffne mal die Containerklappen, damit da mehr Platz hat. So, als nächstes kann man sich schon vorstellen, muss ich jetzt erstmal die Reiser sortieren. Einfach den natürlichen Verlauf der Reiser nutzen, um das im Gurtzeug entsprechend zu verstauen. Dabei muss man wissen, dass die Steuerschlaufen, die gelben, immer zum Container, zum Reservecontainer hinzeigen. Sollten. Okay, so. Jetzt mache ich hier das Reiserkaper zu. In dem Fall hat es einen Magnetverschluss. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Aufpassen, dass man keine Verdrehung hat. Ich öffne hier das Reisercover, lege es rein. Die Steuerschlaufe zeigt wieder Richtung Reservecontainer. Okay, kann hier wieder schließen. So, und jetzt verstaue ich noch, damit es hübsch wird, die Überlänge, die ich gelassen habe für die Anfangsgeschwindigkeit bei der Pottauslösung. So, okay, und stelle den Pott in den Container rein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten jetzt. Jeder Hersteller sieht es ein bisschen anders. Manche lassen jetzt den Pott so stehen und ziehen den Container zu. Andere wiederum drehen ihn etwas nach innen rein. Das machen wir jetzt in dem Fall so, dass jetzt die Breidel am oberen Ende vom Pott nach außen schaut. So, jetzt geht es darum, die Containerklappen zu schließen. Das bedeutet in dem Fall, hier ist es ein Firebird-Gurtzeug, ist der Loop an der unteren Klappe befestigt. Es gibt verschiedene Varianten dabei. Ich checke kurz den Loop, ob er noch okay ist für die nächste Packung. Das ist okay, wenn man im Zweifel ist, lieber austauschen. Ich nehme ein Packband. So, und jeder Hersteller hat unterschiedliche Angaben, in welcher Reihenfolge die Klappen zu schließen sind. In dem Fall hat uns Firebird etwas geholfen.
Hier sieht man schon Zahlen drauf. Das heißt, ich habe jetzt hier die Klappe 1. So, hier, da sehe ich keine Zahl, aber ich weiß es so. Das ist die Klappe 2. Hier haben wir Klappe 3 und hier ist Klappe 4. In der Reihenfolge. So, und zusätzlich muss man wissen, dass die Breidel mit dem Pilot Shoot nach rechts oben rausschauen sollte bei dieser Packung. So, ich fädel die Klappe 2 ein und ziehe, dass der Loop zu sehen ist. Da muss ich jetzt den Pin noch nicht reinstecken, sondern ich will ja noch weitere zwei Klappen schließen. Fixiere kurz mit dem Knie, nehme die Klappe 3. So, Klappe 3 ist auch da. Breidel guckt, wie ich gerade schon gesagt habe, rechts oben raus. Und kommt die Klappe 4. So, Loop ist angekommen. Nun kann ich den Pin so stecken, dass er lächelt. So, und schon ist der Container zu. Jetzt muss das Backband wieder raus. Da gibt es einen Trick. Wenn ich das jetzt einfach ziehen würde, dann würde der Loop beschädigt, weil er dabei heiß wird. Damit der Loop nicht belastet wird, führe ich jetzt das Backband unter den Pin. Und dadurch fungiert jetzt der Pin als Schutz für den Loop. Und jetzt ziehe ich schön langsam, ohne dass Hitzeentwicklung passiert, das Backband raus. Okay. Jetzt, wichtig, brauchen wir noch eine Überlänge hier oben. Wenn ich das jetzt so packen würde, dass es direkt um die Ecke geht, dann könnte ich wahrscheinlich jetzt hier an der Breidel, an der Hilfsschirmverbindungsleine, das ganze Gurtzeug anheben und der Pin kommt nicht, weil er hier mit der Breidel blockiert wird. Deswegen brauchen wir unbedingt an dieser Stelle eine kleine Überlänge. Ich zeige das mal. Ungefähr so. Und jetzt würde zuerst der Pin kommen, bevor die Breidel hier blockieren könnte. Und schon gehen die Klappen auf. So, nach unten verstaue ich die Überlänge auch unter den Klappen. So, hier sieht man auch noch mal zur Gegenkontrolle das kleine Sichtfenster für die Killleine. Da gibt es meistens eine farbliche Markierung und dann weiß man auch an dieser Stelle, dass ich die Killleine vom Pilot Shoot ausgezogen habe. Und jetzt kann hier schon die Klappe zu. Okay, sind wir schon fast fertig. Jetzt verstauen wir noch die Überlänge. Nein, nicht die Überlänge, sondern jetzt verstauen wir noch die restliche Breidel auf dem Weg zum BOC, Bottom of Container. Das ist diese Spandex-Tasche hier unten, wo gleich der Pilot-Shoot drin verstaut wird. So. Okay. So, auch jetzt gibt es wieder unzählige Methoden, wie man den Pilot Shoot in die Tasche bekommt. Prinzipiell gilt, je härter ich dieses Pilot Shoot Paket packe, umso besser bekomme ich es in die Tasche rein. Das heißt also, ich mache mal eine Variante von vielen, habe jetzt einmal umgeschlagen und lege jetzt schon bewusst den Pilot Shoot so weit entfernt von der Tasche, dass das die Taschenlänge ist. Das heißt also, die Tasche hier unten ist ungefähr 20 cm, deswegen lege ich auch 20 cm von der Öffnung entfernt jetzt diese Kante hin. Wir werden gleich sehen, warum. Jetzt kann ich an dieser Stelle die Breidel als Ziehharmonika zusammenfalten. Die wird dann mein Kern vom Hilfsschirm. So,
So, jetzt sind es hier wieder diese berühmten 20 cm Taschenlänge. Halte fest. Jetzt klappe ich das. Wie ich auch immer jetzt klappe, ist egal. Hauptsache zum Schluss jetzt ein schönes Paket. So, jetzt sieht man schon, was es werden soll. Hier habe ich meinen Griff. Manchmal ist es eine Plastikrolle, manchmal ist es ein Hacky-Sack. In dem Fall ist es ein Freefly-Händel. Und jetzt rolle ich das Ganze noch zu einer schönen Wurst. So, und habe jetzt ein schönes Paket, was ich in die Tasche reinstecken kann. Ich drehe nochmal diese Verdrehung aus. So, und jetzt kommt das Ganze in die Tasche. Ich habe jetzt bewusst beim Freefly-Händel diese Lasche in die verkehrte Richtung gedreht, weil wir das nur auf Freefly-Händel packen, wenn wir auch wirklich Freefly springen wollen. So ist es jetzt universal für jeden springbar. Wenn man einen Freefly-Sprung macht, würde man die Lasche dann hier unten reinstecken. Dann ist es gesichert. So, letzter Check. So, okay. Riser-Cover sind zu. Kann man noch ein bisschen hübscher machen. Okay. Gut. Und schon kann es wieder losgehen. Was oft passiert, ich hatte den jetzt auf, lasse den hinten runtergleiten und der fällt jetzt so um. So. Und wenn ich jetzt mir den nehme und leg den so ab. Ja, verstanden? Ja. Deswegen hatte Steffi auch gesagt, fangt immer von der Basis an. Mhm. Weil wenn ich das jetzt hier hinlege, zack, und fange jetzt hier an, mit dem Dreifingergriff nach oben zu gehen, merke ich das gar nicht. Mhm. Dann habe ich hier ein Salto drin. Mhm. Was passiert da? Gute Frage, danke dafür. Und zwar eigentlich gar nichts. Es ist sehr unangenehm, wenn du an der Kappe hängst, dann siehst du an den Reisern, dass da ein Korkenzieher drin ist. Und denkst dir, ach du Scheiße. Fliegst aber trotzdem. Ja, natürlich Brems- und Steuerprobe machen, aber das kannst du gut landen. Ich habe schon zwei gelandet und ich war mir am Anfang auch nicht sicher, Scheiße, was mache ich denn damit? Muss ich dafür ein Cutaway machen oder nicht? Aber eigentlich nicht. Ist nur nicht schön, aber vermeidet es beim Packen. Deswegen immer von der Basis anfangen. Und jetzt kann man auch gleich mal sehen, ich mache jetzt mal nicht die Vorbremsung fest, das dauert mir zu lange. Aber wenn ich jetzt packen will und ich würde mir diesen Dreifingergriff nehmen, so wie ihr das vorhin gemacht habt, und gehe jetzt zur Kappe hoch, dann sieht das so aus. Und dann weiß ich, das ist jetzt nicht das, was sein soll. Jetzt kann ich aber mir diesen Salto hier oben wieder zurückholen. Das heißt, schlag mal eben durch, Patrick. Einmal. So, jetzt ist alles wieder schön. Das heißt, ich habe da vorne einen Salto abgelegt und den Salto hier vorne wieder zurückgedreht. Jetzt guckt mal hier bitte bei der Vorbremsung. Ihr habt ja alle gelernt, wie das jetzt funktioniert. Wir sollen ja hier das Vorbremsauge durch den Ring ziehen und dann vorstecken und diesen Toggle Keeper hier damit sichern. Hier, wenn ich hier dran ziehe, dann ist die gesamte Last auf dem Ring. Der Ring hält die Last im Öffnungsruck. Wenn ich jetzt aber den Fehler mache, dass ich sage, ich mache jetzt so, fällt gar nicht auf. Aber was passiert, wenn da jetzt eine Öffnung kommt? Dann ist der Druck auf dem Seil, auf dem Toggle, der in der Tasche steckt. Das ganze Ding reißt ab. Na, wenn ich diesen Fehler mache, dann würde der Öffnungsruck so stark sein, dass hier dieses ganze Ding abreißt und damit diese Vorbremsung schon gar nicht mehr aktiviert ist. Die andere steckt noch, wenn sie vielleicht richtig ist. Wenn sie da auch falsch war, reißen beide ab. Also beschädigt dann und dann kann man es nur noch reparieren lassen. Es ist schnell passiert, so im Eifer des Gefechtes. Also immer darauf achten, dass man das Vorbremsauge durch den Ring zieht und dann vorsteckt.
mach mal hier so ein paar Umdrehungen rein, weil das passiert sehr leicht, wenn ihr nach der Landung die Toggles loslasst. Ihr sollt ja nach der Landung direkt die Toggles wieder hier festmachen, die Steuerschlaufen. Und wenn ihr die loslasst, dann kommen da mal ganz schnell hier so ein paar Umdrehungen rein. Jetzt hatte die Alina gefragt, was ist denn da schlimm dran? Man sagt so generell, 10 Umdrehungen ist gerade noch akzeptabel. Danach wird es kritisch. Wenn man nämlich jetzt... Na, und wenn das in der Öffnung passiert, dann haben wir einen Knoten, dann kommt das Slider nicht runter und dann ist das ein Cutaway. Oder das, genau. Ja, deswegen schlau ist es natürlich, das immer im Auge zu behalten und bevor ich die Vorbremsung gesetzt habe, mir das anzugucken. Ansonsten mache ich hier meine Vorbremsung, gehe nach vorne und merke, oh, das sieht aber kacke aus. Und dann kann ich natürlich unten wieder aufmachen. Und in dem Fall müssen wir das jetzt tun. Und wir fangen dann dort unten am Schirm an und drehen das Ganze zurück. Gerade wenn die Leine unter Spannung steht und hat so viele Umdrehungen, genau, dann behält die Leine auch diese Umdrehungen. Mhm. Ja, und dann ist es schwer, das wieder rückgängig zu machen. Gut. Sehr gut, ne? Prima. Jetzt gibt es noch ein Problem an dieser Stelle, und zwar ein sogenannter Dreiringklapper. Das kommt meistens bei Tandems vor. Hier bei Sportrix habe ich es eigentlich noch nicht gesehen. Trotzdem solltet ihr wissen, was das heißt. Wenn ich jetzt so einen Fallschirm ablege auf dem Boden, dann kann es sein, dass das so durchschlägt, dass das so aussieht. Und das verkantet. Und wenn ich jetzt das so einpacke, es sieht jetzt deutlich aus, aber wenn ich das einpacke und merke das nicht, dann würde in der Öffnung wahrscheinlich der Loop von dem Dreiring reißen. Weil da ist so viel Last dann drauf, weil wenn das so verkantet ist und jetzt kommt die Öffnung hier drauf so, dann reißt es mir diesen Loop weg. Wenn das auf der Seite passiert, wo die RSL hängt, öffnet mir das gleichzeitig den Reservefallschirm. Aber die andere Seite hängt noch dran an der Hauptkappe. Also ganz schlecht. Deswegen ganz sensibel sein auf sowas, wenn man das am Boden so liegen sieht. Auf alle Fälle immer beim Packen hier starten. Das hat sogar gehangen. Das heißt, ich kann es so hochziehen. Und wenn ich das einpacke, dann knallt er weg. Und wenn das auf der Seite passiert, dann ist gleich die RSL im Spiel und haut die Reserve raus. Okay. Ihr habt jetzt mit Blut, Schweiß und Tränen hier diese Mumie sortiert, allerfeinsten. Und wenn ihr dann diese Mumie nehmt und macht so, ist alles genau. Genau. Deswegen das Ding ablegen wie so ein schlafendes Baby und ganz zart dahin, weil da drin ist jetzt alles im Arsch. Wir hatten ja gesagt, das Ziel beim Packen ist es, die Leinen zentral in der Mitte zu haben und den Stoff zwischen diesen Fangleinen rauszuziehen, damit er keine Beschädigungen bekommt. Das ist ja der Plan. Jetzt muss ich leider ein bisschen davon abweichen, weil wenn ich jetzt diese Mittelzelle hochhole und führe die drumherum, kommt bitte mal auf die Seite hier, guckt mal hier rein, hier sind hinter Leinen und wenn ich das hier rumhole, dann hole ich diese Leinen hier rüber. Das ist nicht schön, lässt sich aber nicht ganz vermeiden. Das heißt, sie bleiben nicht ganz zentral. Aber ich würde es noch weiter verschlimmern, wenn ich diese Mumie nehme. So, und jetzt mache ich noch so. Guckt mal hier, dann habe ich diese Leinen, die ihr da seht,
einmal über den gesamten Schirm gezogen. Und das ist so ein typischer Fall für Fangleinenüberwurf. Oder auch, wenn ich gar nicht so hoch ziehe, sondern ich bleibe hier unten, aber jetzt drehe ich hier 30 Mal. Wenn ich jetzt denke, mir sicher ist sicher, machen wir mal. So, jetzt ist alles auf links gezogen. Ne, also beim Mumie drehen, vorsichtig sein, unten alles zusammenführen, so wenig wie möglich Umdrehungen machen und dann ganz zart ablegen. So, und der daneben, der Schlag, der ist jetzt vielleicht auch so. Und jetzt beim Einpacken in den Container würde jetzt sowas passieren. Dann ist Schluss. Und dann blockiert das Ganze. Und deswegen wäre das viel, viel zu lang. Hier ist es perfekt, hier kann nichts zwischenrutschen. Aber wenn ich es zu kurz mache, würde es vorzeitig rausfallen. Dann kommt es auch auf die Stärke an. Wenn ich jetzt ein ausgeleiertes Gummi habe, dann müsste ich es eventuell zweimal drum machen. Oder abmachen und ein neues nehmen. Hier bei diesen Gummis ist es relativ einfach. Die stehen schon unter Spannung, weil sie den Pott zuhalten. Ihr seht schon hier, wie viel Spannung da drauf ist. Deswegen hier würde ich mich für Einfachgummi entscheiden. Wir sind wieder beim gesunden Menschenverstand. Und wenn ich jetzt auf die Seite gehe zum nächsten Gummi hier, da ist keine Öse mehr, die mir diese Vorspannung bringt, sondern hier muss ich entscheiden. Ich mache mal einmal drum. Wie würde euch das gefallen? Ne, kann man sich vorstellen, bei 180 Stundenkilometer, der Pott kommt aus dem Container raus, dann ist das ruckzuck draußen. Und vielleicht an einer Sequenz, die noch gar nicht dran ist. Wieder mit dem Kopf arbeiten, Kopf einschalten und überlegen, wie mache ich es hier am besten. Mache ich mal zweimal. So, und ihr seht schon, das sind gar nicht mehr ganz drei Finger, es sind noch zwei Finger. Ich habe es jetzt zweimal drum gemacht. Hier, jetzt sitzt es ganz gut stramm, aber dafür mache ich es auch nicht mehr ganz so lang. Damit nicht mehr so viel Widerstand ist beim Rausziehen. Ja, wenn es sehr lang ist, ne, dann braucht es ja wirklich sehr viel Widerstand und es genau könnte blockieren. Oder es rutscht wieder was durch. Ja. Das ist, wahrscheinlich wird es gut gehen, aber es könnte, wenn es jetzt weiter raussteht, könnte es blockieren hier. So sollte es eigentlich nicht sein. Am besten kann man das machen, wenn ich jetzt, wenn ich mal den Schlag so nehme, nehme mir das Gummi, habe ich den Daumen hier, da halte ich mir das Gummi mit auf. Dann mache ich 1, 2 und sortiere das nochmal nach. Zack. Und Gummi. Jetzt habe ich hier diese Überlänge, die wir gelassen haben für die Anfangsgeschwindigkeit. Die mache ich jetzt noch schön. So. Und jetzt stelle ich erstmal den Pott so rein. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Manche Hersteller sagen, es kommt immer aufs Rig an, man soll den um 90 Grad reindrehen und dann zumachen. Andere sagen, so stehen lassen und den so einpacken. Ich persönlich bin ein Fan von dieser Variante, aber da, das ist eigentlich egal, wie man es macht. Wenn der Pott sehr eng ist für das Rig, dann ist das sicherer, weil wenn ich das rein drehe, so genau, und jetzt zieht hier der Pilot Shoot, dann hat er hier einen härteren Ruck, den er überwinden muss, um den hier rauszukanten. Wenn ich ihn aber schon im natürlichen Verlauf reinstelle, dann braucht er den nur liften. Auch die Klappenreihenfolge ist herstellerspezifisch. Das heißt, entweder fragt man jemanden, der sich damit auskennt, oder man macht das, was keiner macht, nämlich read the fucking manual. Ja, das heißt, Hersteller sagt, wie es sein soll. Jetzt bei der Reihenfolge ist es, glaube ich, hier einfach, weil wir müssen natürlich da starten, wo der Loop befestigt ist. Hier haben wir manchmal auch Nummern drauf. Ja, aber hier fehlt die 2. Ich weiß es nur, dass es die 2 ist. Hier steht aber eine 3. Hier 3. Hier 4. Und jetzt bietet sich aber an, dass ich das als Klappe 2 nehme. Geht ja gar nicht anders. Ja? Geht ja nicht anders. Ich habe keine andere mehr da. So, jetzt müssen wir aber auch sehen, wo die Breitel raus muss. Und das hier ist ein Firebird-Rig.
Das heißt, die haben im Manual zwei Optionen. Das bleibt dem Nutzer überlassen, ob er die Breitel nach rechts oben rauslassen möchte oder rechts unten. Beides funktioniert. Ich mache jetzt mal rechts oben. So, da kommt er schon. Blockiere, Klappe 3. Und die Vierer. So, jetzt ziehe ich den auch gar nicht so weit raus, sondern nur so viel, wie ich brauche, um den Pin durchzuschieben. Hier haben wir jetzt den Pin. Den schiebe ich jetzt so durch, dass er wie ein lächelnder Mund aussieht. Zack. Wenn ich jetzt diesen Loop weiter rausgezogen hätte und schiebe dann den Pin rein und lasse los, dann rutscht die Klappe weiter nach links. Und das kann im Extremfall so weit sein, dass wenn die zu ist, dann guckt der so raus. Das ist immer so ein typischer Packfehler. Wenn der Pin unter der Klappe vorguckt, das ist natürlich nicht schön. Wenn ich mich irgendwo hinsetze im Flugzeug und mich anlehne, dann kann ich mir den rausschieben. Das kann ich vermeiden, indem ich nur so ein Stückchen rausziehe. Dann bleiben die Grommets auch übereinander. Und wenn ich dann zumache, ist der gecovert. Jetzt muss ich dieses Packband noch rausbekommen. Wenn ich das jetzt so ziehen würde, dann wird der Loop zu heiß. Natürlich muss ich immer langsam ziehen, das ist klar. Also nicht anreißen wie so ein Motorboot. Aber um den Loop zu schonen, bringe ich jetzt hier dieses Packband unter den Pin. Und wenn ich jetzt ziehe, dann ist Metall derjenige, der da gegen hält und der Loop hat kaum Berührung. Jetzt typischer Packfehler. Ich hatte mich entschieden, die Breitel oben rechts rauskommen zu lassen. Kann ich machen. Wenn ich jetzt so packe, und jetzt soll der Pilot Chute diesen Container öffnen. Dann wird der Pin blockiert, weil die Breitel hier um die Ecke geht. Je nachdem, wie stramm das hier ist. Weil hier ist die Breitel eingeklemmt. Und wenn ich jetzt hier ziehe, dann könnte es im Extremfall sein, dass ich das ganze Rig hochheben kann, ohne dass der Pin kommt. Ich muss, wenn ich mich für die obere Variante entscheide, hier immer eine Überlänge lassen. Die Überlänge sorgt dafür, dass ich, wenn ich jetzt ziehe, erstmal der Zug auf den Pin geht. Und diese Überlänge sorgt dafür, bevor jetzt hier Zug drauf kommt, ist der Pin schon raus. Also wenn ich mich für diese Variante entscheide, dann mit Überlänge. Wenn ich unten rausgekommen wäre, dann wäre ich mit der Breitel hier raus zum Pin und wieder zurück. Ich mache das nicht gerne, weil du dann hier unten doppelte Breitelführung hast. Die liegt dann übereinander und dadurch beult die Klappe dann so. Die steht dann so. Also hier sieht man, wie dick das ist. Mhm. Ja, und deswegen, ich mag das jetzt nicht so, aber funktioniert genauso. Und dann hat man natürlich das Risiko nicht, was ich hier gesagt habe, dass man sich hier was einklemmt und der Pin nicht kommt. Mhm. Aber das ist hier auch vom Hersteller so vorgegeben. Mhm. Also die Variante, mhm. Die andere auch. Ja. Vector zum Beispiel hat es geändert. Da war es ursprünglich im Manual, dass man es oben raus routen soll. Dann gab es aber ein paar Blockaden, weil die Leute die Überlänge nicht gelassen haben. Und dann haben die es umgeschrieben, haben gesagt, nee, jetzt nur noch von unten. Okay.